Servus Leute, ihr kennt mich wahrscheinlich von, weil ihr mich kennt. Wenn nicht, dann kennt ihr mich halt nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, so ein bisschen was zu machen auf YouTube, so, weil ich weiß nicht, ich habe einfach Bock drauf. Und heute steht an, wegen meinem Fahrrad. Ich habe letzte Woche meinen Rahmen zusammengebaut. Ich habe aber Nummer 1 die Kette falsch rum drauf gemacht und Nummer 2 mein Hinterrad ist platt. Mein Hinterrad ist platt, ja. Deswegen werde ich das jetzt erstmal fixen. Kacke ist, ich habe keinen Kettennieter, deshalb muss ich das mit einem Hammer machen. Mal schauen, wie weit ich komme und ja. So, wir befinden uns jetzt bei uns im Keller und ich habe alle Materialien, die wir brauchen, bereitgelegt. Fürs Kettennähten einen Hammer und einen kleinen Stift, um eben den Pin durchzuhämmern. Und um den Schlauch zu wechseln, einfach einen neuen 20 Zoll Hartierschlauch von Kunstform. So, ich wollte jetzt hier nicht wirklich ein Tutorial draus machen, deswegen habe ich einfach mein Rad gefixt. Also ich habe den Schlauch halt reingemacht, Schlauch gewechselt, aufgepumpt und fertig. Und jetzt schaue ich mal, wie weit ich komme mit dem Kettennieten. Wünsch mir Glück. So, und da ich gerade im Keller bin und mein Fahrrad auseinanderbaue, habe ich mich dazu entschieden, mein altes Kettenblatt wieder drauf zu machen. Das ist ein Rand-Kettenblatt, ziemlich billig, aber ich mag, wie es aussieht, ist komplett solid. Und das, was ich jetzt gerade drauf habe, ich zeige es mal schön. Das ist ziemlich alt. Ist natürlich besser, weil es ein Sebrosa Guard Sprocket ist, aber oder Shadow, keine Ahnung. Aber ihr hört, die ganzen Zähne sind komplett am Arsch. Die Kette habe ich jetzt gerichtet. Also ich habe alles gerichtet. Nur ich mache dann eben jetzt dieses hier drauf. Hab halt dann keinen Guard mehr, aber naja, was soll's. Im schlimmsten Fall kann ich ja noch auf das hier zurückgreifen. Also, let's go. 13.30 Uhr und ich esse jetzt was und gehe dann später Fahrrad fahren und zeige euch da dann, wie mein Fahrrad aussieht und so weiter, wie es fährt. Kennt ihr bestimmt von meinem Instagram-Account, wenn nicht, dann blende ich den jetzt hier ein. Und deswegen esse ich jetzt und gehe dann Fahrrad fahren. So, ich bin jetzt am ersten Spot angekommen, nicht weit weg von mir zu Hause und ja. So, das ist der Spot, ist eigentlich ganz chillig hier, also hier fahren nicht viele Autos durch. Da ist so eine kleine Subbox, also hier diese Holzledge da, paar Treppen und ja. Ach so, genau, zu meinem Fahrrad. Kult Shorty 2021 Rahmen, 2075 Top Tube, 13 Hinterbau, RCR 15 Gabel, Animal Forbesome Lenker, irgendwelche Stockkurbel, Odyssey Clutch Hinterlaufrad, Vordernarbe Eklat, Puls. Also es ist einfach ziemlich, keine Ahnung, nichts Besonderes. Animal Sattel und Eklat. Pedale mit Metallpins. Ja, das war's eigentlich. Ah, und das geile Kettenblatt von vorher. So, ihr habt ja gerade den 180 gesehen, den ersten Clip da die Treppen runter. Ich wollte eigentlich noch einen 360 machen, aber ich habe mir den Clip gerade angeschaut und das ist voll dumm wegen dem Schatten. Deswegen warte ich jetzt einfach, bis Rafa kommt und der soll mir das dann aufnehmen. Ja,
Mach fette Clip jetzt. Fette Clip. Fibu. Ah! Oh, fette Pedal Slip. Versuch 2. Fibu. Oh, holy. Okay, Rafa macht jetzt einen Fibu 180. Ohne Chink. Ohne Chink. Zählt der? Okay, letzter Clip von heute. Okay, also wie gesagt, das war der letzte Clip für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Rafa hat es gefallen, auf jeden Fall.
Okay, nein, das war der letzte Clip. Okay, deshalb jetzt. Das war's. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.